Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern bei der Neuheitenvorstellung 2023 von Lemke Collection. Und an meiner Seite begrüße ich ja schon beinahe fast wie gewohnt, wie immer, Tobias Lemke. Schön, dass du da bist und dass du uns die Neuheiten für 2023 präsentieren möchtest. Ja, lieber Frank, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Auch wenn wir im Moment zeitlich wieder knapp dran sind, weil wir haben ja dieses Jahr uns entschlossen, aber immerhin einige zur Spielwarenmesse zu fahren. Das heißt, wir sind gerade parallel mitten in den Vorbereitungen. Am Montag geht's los und wir freuen uns drauf und gucken mal, was uns da erwartet. Aber jetzt sind wir erstmal hier zur Neuheitenvorstellung 2023. Genau. Und da möchte ich mal folgendermaßen beginnen, liebe Freunde, um Ihnen das mal so ein bisschen bildlich rüberzubringen. Lemke hat einen bunten Strauß an Neuheiten, wirklich. Also ich habe den Katalog durchgeblättert, liebe Freunde. Es ist unheimlich schön zu sehen. Und den Katalog haben wir auch als Neuheit dann erstmalig auch bei dieser Sendung zu sehen. Die sehen das also im Original, was wir hier blättern. Diesen bunten Strauß möchten wir dann Stück für Stück entblättern und Tobias wird sein Bestes geben. Schöne Metapher. Ja. Den Strauß entblättern. Ist auch schön bunt dieses Jahr wieder. Das denke ich auch. Ja. Mit was fangen wir an, Tobias? Das ist ja das Highlight überhaupt schlechthin. Für viele ja. Und ich möchte gerne beginnen mit einem Zitat. Der eine oder andere wird es vielleicht noch aus einem sehr bekannten Film aus den 40er Jahren kennen. Was ist eine Dampfmaschine? Stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine ist eine große, schwarze, runde Raum mit zwei Löchern. Das eine ist der Einpuff, das andere ist der Auspuff. So ungefähr. Wer hat's erkannt? Aus welchem Film? Zitat? Ich würde sagen Feuerzangenbowle. Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann, genau. Das war der Lehrer Bömmel. Der Lehrer Toller Bömmel. Toller Film. Und ja, immer wieder ein kleines Highlight. Unsere Dampfmaschine kommt von Kato in Spur N. Und wir haben hier die Big Boy Dampflok Class 4000. Ich glaube, wir können mal in den Kataloge reinschauen und ja, können die mal zeigen. So, da ist sie. Da ist sie. Und zwar, ja, wie gesagt, die Dampflok Class 4000 Big Boy der Union Pacific. Das ist eine von 25 gebauten Exemplaren. Wir präsentieren hier die Museumsversion, die quasi 2019 von der Union Pacific wieder restauriert wurde. Und es ist im Grunde die größte Dampflok der Welt, die durch die Rocky Mountains gefahren ist und schweres Gepäck dabei hatte. Und wie die durch die Rocky Mountains, na, nicht ganz gefahren ist, aber wir haben zumindest, liebe Freunde, auch ein kleines Highlight dazu vorbereitet, nämlich Originalfilmaufnahmen der Museumsversion, die uns dankenswerterweise Hagen von Ottloff zur Verfügung gestellt hat. Ich habe an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank, lieber Hagen, ja, und viele, viele Grüße. Schaut, ihr Völker der Welt oder ihr Völker, ihr Modellbahn der Welt, schaut euch diese Loks an. Es ist unglaublich. Ja? So. Mal kurz genießen. Wir müssen das mal ganz kurz genießen mit dem Zug hinten dran. Es waren auch verdammt viele Leute an der Strecke. Ich habe es damals ja auch teilweise mit live verfolgen können. Es gab ja bestimmte Leute, die das auch live übertragen haben. Das muss man mal gesehen haben. Und jetzt kommt auch eine wunderschöne Aufnahme. Sieht zwar nicht ganz wie Rocky Mountains aus, aber Lok und Landschaft ist doch eine unglaublich Träumchen. Gute Komposition. Absolut Träumchen. Ja. Ne, auch mal einfach wirken lassen. Ja. Ne, also diese Lok ist wirklich also gehört im Prinzip zu der Gattung Dampfmaschinen, Dampfloks, die auf jeder Spur N-Anlage stehen müssen, fahren müssen. Und Kato hatte damals auch ein siebenteiliges Wagenset dazu gemacht mit den gelben Wagen, die wir im vorigen Video gesehen haben. Das ist der Excursion Train.
von Union Pacific, der könnte noch im Fachhandel erhältlich sein. Also man kann, jetzt, Kombi. Man kann jetzt die Big Boy mit den passenden Wagen dazu sozusagen absolut. Fahren. Absolut. Absolut. Jetzt haben wir natürlich auch ein paar technische Details vorbereitet, gerade für diese Lok, weil die ist so gigantisch. Man muss es einfach loswerden. Ich habe da mal im Internet, ist ja nicht schwer nachzugucken, die Dienstmasse des Tenders, 198 Tonnen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wasservorrat 94 oder knapp 95 Kubikmeter. Ja, das wird die brauchen, glaube ich, mit den Doppeltritten. Und 25,4 Tonnen Steinkohle. Wow. 25. Was hat der Heizer da zu schaufeln? Aber ich glaube, die haben ein kleines Förderband drin, die müssen nicht ganz schaufeln. So, die Höchstgeschwindigkeit dieser Lok ist 110 bis 130 km/h angegeben, je nachdem, wie sie, glaube ich, eingestellt wurde. Und die Leistung muss man auch noch mal nennen, zwischen 6.290 und 7.000 PS. Das ist viel. Aber gut, bei so einer Lok braucht man ziemlich viel Kraft, um die zu ziehen, zu schieben. Es gibt dazu ist schon eine beeindruckende Lok. Ja, es gibt dazu auch noch eine Anekdote zu nennen, zu dieser Big Boy, wie die eigentlich zu dem Namen gekommen ist. Erzähl. Ich erzähle. Also irgendein unbekannter Mitarbeiter der Bahn hat an die Rauchkammertür vorn dran geschrieben Big Boy. Und seitdem heißt die Big Boy. Okay, das war leicht. Ja, großer Bengel oder großer Junge übersetzt. Ja. Also es ist schon unglaublich. Aber kommen wir noch mal schnell zu dem Modell zurück. Wir haben dieses Modell ja nun leider Gottes noch nicht hier. Nein. Ich hätte sie gern mal hier auf der Vorführschiene gehabt. Ich kann mir aber auch vorstellen, Dampflokomotiven bauen ist ja immer so die hohe Kunst im Modellbahnbereich, sage ich. Und es ist auch schon immer schwierig, eine normale Dampflok ohne Schwingbewegungen und relativ guten Geradeauslauf hinzubekommen. Ja. Also hier stelle ich mir das ja nur ganz besonders schwierig vor mit dem Doppeltriebwerk. So eine Lokomotive in gerade Auslauf hinzubringen. Das kann auch nicht jeder, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das ist wirklich von der Konstruktion her, von den Messungen, die man da im Vorfeld machen muss und gerade im Zusammenbau ist das wirklich Höchstleistung und da ist einfach Kato, ich sag mal, qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Also wenn es einer kann, dann Kato. Und die Vorbestellzahlen, die sprechen ihre eigene Sprache, also die sind sehr gut. Und als Dampflok hat man ja lange keine Neuheit mehr gehabt. Und ich denke, diese Dampflok, diese Class 4000 Big Boy von Kato, die muss man einfach haben. Also nun höre ich schon im Hintergrund wieder, wie manche fragen, wenn manche fragen, die es vielleicht noch nicht wussten, dass die Lok kommt, wann kommt die denn? Wir haben noch keinen Termin. Wir werden jetzt im Laufe des Frühjahrs werden wir einen Termin hoffentlich ankündigen können. Also wir sind da in stetigen Gesprächen mit Kato. Es kann auch sein, dass wir jetzt schon einen Termin haben, während wir sprechen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber sobald wir da was haben, werden wir den Termin veröffentlichen. Ja. Was natürlich klar ist, hat man am Anfang schon gesagt, diese Lok ist in der Vorbestellung möglich. Das heißt also, wer sich dafür interessiert, sollte also flinke Füße machen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass es da immer ein paar Zögerer gab. Ach, ich warte noch mal, bis sie kommt. Und dann plötzlich ist sie da und dann gefällt die Lok. Und was passiert dann? Ausverkauft. Genau, richtig. Also wie im Grunde ist auch diese Lok limitiert. Also wir haben versucht, bei den Stückzahlen großzügig zu bestellen, weil wir eben auch dann längerfristig Lagerbestand haben wollen. Aber wie gesagt, die Vorbestellzahlen, die sind schon wirklich bemerkenswert. Und wir haben ja auch hier verschiedene Versionen. Also wir haben die Analogversion, wir haben die Digitalversion und wir haben die Soundversion, wie wir sie anbieten. Und der Sound-Decoder ist ein Decoder aus den USA von der Firma Soundtracks. Ja. Und das ist ein sehr guter Decoder, der absolut authentisch die Geräusche auch wiederbringt. Das muss aber, glaube ich, von einem Doppeltriebwerk erwartet man ja auch dann ein besonderes Hörgenuss, sage ich, einen besonderen Hörgenuss, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Spur-N-Highlight, eine Formneuheit von Kato. Da sind wir auch stolz und froh, dass wir die bei uns im Programm haben dürfen. Da haben wir sie nochmal im Bild auf dem Katalog. Ich habe da einfach mal ein bisschen runtergeblättert.
So sieht es aus. Es ist schon eine gigantische Lok. Ja, absolut detailreich. Hat auch die Stromaufnahme über die Lok und über den Tender. Also die hat schon eine Menge Power, auch also als Spurenmodell. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man den Lautsprecher im Tender unterbringt, dann wird er sicherlich noch ein bisschen Platz sein, oder? Wo er jetzt genau untergebracht ist, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die Lok hat Platz. Ja. Und die Konstrukteure werden da das Maximum geräuschtechnisch rausholen, bin ich mir sicher. Genau. So, machen wir weiter in dem bunten Strauß der Neuheitenvorstellungen. Das ist die nächste Rose oder Tulpe, um mal mit Frühjahrsblütern anzufangen. Die ist ja eigentlich ein Klassiker, liebe Freunde, die V36. Ja. V36, Diesel-Lok haben wir ja schon mal gemacht in den letzten Jahren. Ist eine sehr schöne Standard-Lok mit dem kurzen Radstand. Haben wir in verschiedenen Varianten gemacht. Wir haben hier die, möchte noch mal hervorheben, eben die Lok, die DB-Lok Epoche 4, die Ausführung mit der Dachkanzel. Haben wir auch. Die haben wir auch als Muster dabei. Wir setzen die mal beide daneben. Darf ich dir helfen? Ja, mach du mal. Reiß den Rangierer nicht um. Genau. So als besonderen Service, mal ganz nebenbei, liebe Freunde, haben wir ihn auch ein Zentimetermaß mal hingelegt. Kriegen wir sogar, nee, halt so rum muss das werden. So, da haben wir sie beide drauf, um auch die Bauartunterschiede zu sehen. Genau, hier haben wir bei der DB-Lok eben die Kanzel oben drauf. Und ist, finde ich, ein schönes Detail. Diese Lok hat übrigens wird einen neuen Motor bekommen. Also werden hier einen verbesserten Motor einbauen, der eben entsprechend die Laufeigenschaften noch optimiert. Ja, eine kleine kurze Sache noch zur Geschichte. Die V36 wurde ja für die damalige Wehrmacht in den 30er, 40er Jahren entwickelt. Und diese Lok ist natürlich so entwickelt worden, dass sie in explosionsgefährdete Standorte eingesetzt wurde. Das heißt also, aufgrund ihres Ausstoßes an Auspuffgasen und so weiter, also die Lok dann wirklich nur da eingesetzt wurde. Ich habe Ihnen auch nochmal ein Originalwerksbild mitgebracht, liebe Freunde, von Krupp. So wurde die Lokomotive damals ausgeliefert. Klein, aber fein. Klein, aber fein. Ja. Das nächste Bild, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist aus Zeiten der Deutschen Bundesbahn, dass diese Lok ja sogar vor Personenzügen damals nach dem Krieg eingesetzt wurde. Also auf Nebenstrecken war die auch fleißig unterwegs. Weil die Triebwagen alle zerstört wurden. Richtig. Im Krieg. Hat man dann die kleine V36 genau genommen, um die Personenzüge zu ziehen, weil es gab von denen relativ viele noch. Mhm. Und die waren natürlich überall eingesetzt, wo man Transportmöglichkeiten brauchte. Ja. Also wie gesagt, auch ein lebendiges Bild, ein Zeitzeugnis. Und dann haben wir noch ein letztes Bild in Farbe. Das ist in Schwarzenberg aufgenommen worden, im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg, die ja auch im Mai immer ihre Eisenbahntage machen. Und da sieht man sehr viele Rangierloks auch, unter anderem auch diese V36. Allerdings ist das keine deutsche Lok in dem Augenblick, es ist eine tschechische Lok, auch von der Lackierung. Okay. Ja. Aber man sieht, die wurde also überall in den Bahnverwaltungen, das wollte ich damit nochmal unterstützen, eingesetzt. Diese Lok ist ab wann lieferbar? Die kommt im Laufe des Frühjahrs. Im Laufe des Frühjahrs. Genau. Also bitte vormerken, liebe Freunde, im Laufe des Frühjahrs, wer also die V36 mit oder ohne Kanzel haben möchte, auch hier gut aufpassen. Dann weg so ungefähr. Ne? Diese Maschinen sind ja auch sehr gefragt. Übrigens sind von diesen Lokomotiven insgesamt 47 erhalten und 9 derzeit im betriebsfähigen Zustand. Das wollte ich noch mal dazu sagen. Also wer noch mal unterwegs ist bei irgendwelchen Eisenbahnfesten, kann also durchaus damit rechnen, dass eine V36 plötzlich auf dem Gleis steht. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Klassiker und das ist ja auch ganz erstaunlich, was in den letzten 2-3 Jahren so passiert ist. Es handelt sich hier um Lokomotiven, die plötzlich irgendwie in den Vordergrund gerückt sind. Die sind hässlich, eigentlich sind sie hässlich.
Also vom Design her. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja, es liegt im Auge des Betrachters. Ich finde sie wunderschön. Aber Schönheiten sind sie nicht, aber das ist jetzt meine Meinung. Aber sie sind wiederum so schön, dass sie ein Hingucker sind. Und bevor ich Ihnen oder bevor wir Ihnen jetzt so ein bisschen die Lok näher vorstellen, möchte ich gerne den ersten Film dazu abfahren aus dem Führerstand dieser Lok. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen bedeckt. Der Kenner wird jetzt sagen, das ist doch, ja, das ist die eine Lok der CLR, so viel kann ich schon sagen. Im Originaldesign, hier sehen wir den Führerstand und nun sieht man es auch schon an der Fensterform, um welche Lok es sich handelt und gleich sehen wir sie von vorn. Ja, da ist sie. Wunderschön. Ja. So, jetzt wissen wir, um was es geht, um die NOHABs. Das NOHAB-Fieber ist ausgebrochen. Und ich finde es besonders schön, dass Lemke sich diesem Thema angenommen hat. Und das auch aus bestimmten Grund. Weil? Weil wir einfach die NOHAB auch extrem schön finden. Es ist eine klassische Lok. Es ist so ein Everybody's Darling, obwohl sich da natürlich die Meinungen auseinandergehen können. Es ist im Grunde eine Endverbraucher, also ein Kundenwunsch unserer Endverbraucher, unserer Kunden. Die wollten die gerne nochmal sehen. Wir haben die letzte NOHAB vor knapp 10 Jahren produziert über Kato. Und die ist immer gut gelaufen. Ist ein tolles Modell. Wir haben hier neue Designvarianten, die wir anbieten. Das können wir im Katalog mal eben zeigen. Im Katalog, und wir haben sie auch zwei Modelle im Original hier. Die kann man Ihnen auch gleich zeigen. Wir fangen mal hier oben an. Also es sind Kato-Lokomotiven. Genau, es sind Kato-Lokomotiven, haben eine 6-polige Schnittstelle, einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse. Und wir haben hier schöne Varianten. Ich fange mal an mit der ungarischen MAF, die ich optisch sehr schön finde. Die 2892 Artikelnummer. Wir haben auch, wollen wir noch ein Muster eben zeigen? Gleich, wenn wir den, kannst du nochmal draufstellen? Ja, ich stelle die drauf. Mach mal, alles kein Problem. Ja. Na klar. So, Lok steht. Genau, Lok steht. Also das ist die DSB Epoche 4.5. Eine sehr schöne Lok. Wir haben die MAF, die ich eben schon angesprochen hatte, in Epoche 4. Die können Sie ja schnell nochmal im Katalog zeigen. Wir hatten es, glaube ich, noch nicht eingeblendet. Diese Farbvariante, diese markanten Farben der MAV, das sind die ungarischen Lokomotiven. Dazu erzähle ich gleich nochmal kleine Sachen, weil wird sich vielleicht mancher fragen, wieso haben die Ungarn diese Loks und der Rest nicht. Mhm. Ja, wie gesagt, die Ungarn haben das gehabt, die Lokomotiven, damals schon Anfang der 60er Jahre sind die ersten dahin geliefert worden. Wie das passiert ist, erzähle ich Ihnen gleich, liebe Freunde. So, dann haben wir hier. Dann haben wir hier die TAGAB, das ist mit der Great Northern Lackierung. Ja. Diese Great Northern Lackierung, die wurde im Grunde für einen Film gemacht, für den Film Dancer in the Dark. Ich glaube, Anfang 2000 ist der gelaufen. Und diese Lackierung finde ich persönlich schön. Sehr schön, ja. Sehr schöne Lackierung, sehr schöne Farben. Die läuft auch immer noch so. Grund genug für uns zu sagen, wir nehmen sie mit auf. Mhm. Dann haben wir hier die Altmark. Ist eigentlich so der Klassiker, auch ein wunderschönes Design. Ja. Und nochmal kurz einen Schwenk auf die SNCB, die belgische Version, die auch die TEE-Züge bis nach Köln gefahren hat. Ja. Also wirklich, NOHAB ist international, europaweit unterwegs gewesen. Toller Zug, tolles Modell und der Frank hat jetzt noch eine schöne Story. Jetzt möchte ich Ihnen, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, liebe Freunde, die NOHAB, wie gesagt, ist ja wiederum eine ganz besondere Lokomotive. Jeder fragt sich im Grunde genommen, wo geht der Reiz aus dieser Lok? Also es ist ja unglaublich, dass diese Lok unglaublich viele Fans mittlerweile gefunden hat. Nicht nur in Deutschland, da gibt es auch die NOHAB GM-Gruppe in Deutschland, die sich sehr um diese Lokomotiven kümmert und auch umfangreiche Bebilderungen auf ihrer Webseite hat, wo man also wirklich alles über die NOHABs nachlesen kann. Also wer das noch nicht wusste, es gibt unglaublich viele schöne, tolle Geschichten und eine habe ich mir mal rausgepickt.
Es war in den Ende der 50er Jahre, wurde in Budapest eine Industrieausstellung gemacht oder eine Fahrzeugausstellung und die Schweden haben einen Nohab dahin geschickt. Und die Ungarn hatten sozusagen vor, Streckenlokomotiven zu kaufen. So, und da ist nicht nur die Nohab hingeschickt worden, nein, es ist auch eine V300 aus Deutschland hingeschickt worden. Die haben sich ebenfalls beworben, um den Ungarn Streckenlokomotiven zu verkaufen. Es handelte sich dabei um eine Größe von 20 Lokomotiven, das ist also schon ganz ordentlich. Und die Ungarn haben dort also ganz großartig auch Probefahrten gemacht und letztendlich haben sie sich für die Nohab entschieden. Warum? Weil sie durch ihre Konstruktion und Bauart und ihre einmotorigen Auslastung bzw. einmotorigen Maschine, es waren die Motoren vom Typ AMD 576 drin, wird jetzt manch einer, der das nicht kennt, nichts anzufangen wissen. Das sind also Dieselmotoren, die aus einem Schiffsdiesel stammen. Starke Motoren. Das sind starke Motoren, Zweitakter, Langsamläufer. Leicht zu warten. Und diese Motoren sollten als Antrieb dienen, diese Lokomotiven vorwärts zu bewegen. Das sind also dieselelektrische Lokomotiven gewesen. Die haben dann sozusagen einen Generator angetrieben. Lange Rede, kurzer Unsinn. Die Wahl der Ungarn fiel auf die Nohabs. Und es wurden also fortan Nohabs nach Ungarn geliefert. Und hier fängt wieder eine Geschichte an, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Da gibt es ein Bild und von einer Nohab in ungarischer Lackierung. Da haben wir sie. So sind die ausgeliefert worden. Und jetzt sehen Sie an der Seite ein Spruchband und wieder eine Nohab nach Ungarn und so weiter. Da werden sie sagen, ups, das kenne ich doch von Autos, vom Automüller, da schreibt wieder und wieder einer von Automüller oder sowas. Die Schweden haben das genauso gemacht, weil die nämlich im Hinterkopf hatten, oder andersrum, die Maschinen wurden per Achse von Schweden über die Fähre durch die ehemalige DDR, Tschechien bis nach Ungarn gefahren. Und die hatten, als die durch die DDR fuhren, dieses seitliche Spruchband dran, um sozusagen vielleicht die DDR-Reichsbahn juckig zu machen. Denn wenn die MAV solche Lokomotiven kauft, haben sie sich gedacht, vielleicht sind die Obersten der Deutschen Reichsbahn ja auch bereit. Irgendwann, Mitte 1960, Juni, Juli, glaube ich, muss das gefruchtet haben. Jedenfalls hatte sich die DDR bereit erklärt, mit dieser Nohab-Lokomotive Versuchsfahrten auf dem Gebiet der DDR zu machen. Und zwar sind das Pendelfahrten gewesen, die zwischen Dresden und Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, stattgefunden haben, weil die Strecke und Topografie ungefähr dem entsprach, wo die Loks also Leistung bringen mussten. Da gibt es ein Bild vom Dresdner Hauptbahnhof, das ist das erste, was Sie hier zeigen. Das Bild ist vor der Kulisse des Dresdner Hauptbahnhofs aufgenommen. An der Zugspitze ist die Vorführlok, die Nohab, die wir gleich noch mal näher sehen. Dann sind die drei Messwagen dazwischen und als Bremslok eine Dampflok. Und zwar die Baureihe 19, die Sachsenstolz, hing hinten dran. Und das war dieses ganze Geschiebe, möchte ich jetzt mal sagen, die also zwischen Dresden und Karl-Marx-Stadt gefahren sind. Stark. Dazu gibt es natürlich noch viele Streckenaufnahmen. Und jetzt kommen wir zu dem Bild, eine Nohab. Das ist die Vorführlok, die auch übrigens auch in Ungarn war, die zur Kaufentscheidung geführt hat, mit einer DDR-Fahne dran. Das sind ganz seltene Aufnahmen. Und da bedanke ich mich auch an der Stelle noch mal ganz herzlich bei der Nohab GM Gruppe Deutschland dafür, die uns hier also wirklich ganz grandios mit unterstützt haben, um Ihnen, liebe Freunde, im Spur N auch dieses Nohab-Fieber rüberzubringen. Ja, ist also eine unglaubliche Fankultur, die sich um diese Lok bildet. Und ja, ist klasse. Also wahrscheinlich auch einer der Gründe, weswegen die Nohab wieder mal gefordert wurde. Ja. Und wir sind froh, dass wir sie abliefern können. Ich freue mich unheimlich drüber. Ja. Also ich persönlich freue mich wirklich sehr drüber, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt. Ja. Ganz toll. Und das in Spur N. Ja. Da fällt bloß noch Spur TT, aber das habt ihr nicht. So. Das machen andere. Das zu diesen Nohab-Lokomotiven. Ja, wie geht's weiter? Es geht weiter mit einer Formneuheit.
Und zwar, nachdem wir ja die E63 gemacht haben im letzten Jahr, die auch sehr erfolgreich gelaufen ist, ist natürlich die folgelogische Entscheidung, dass wir aktuell jetzt die E60 hinterher schieben. Ist auch eine wunderschöne E-Lok. Gehen wir gleich mal rüber. Da haben wir auch ein Muster, genau, vorsichtig. Das genau, ist, ja, ich fasse die ganz vorsichtig an. Muss man unten anfassen, ja, mit damit das Gehäuse nicht abfliegt, weil das ist noch ein Handmuster. Handmuster. Mit meinen groben Fingern. So, jetzt hast du jetzt drauf. Genau. Ja. So, und die E60, ja, die bringen wir in drei verschiedenen Epochen. Einmal die Epoche 2, Epoche 3 und Epoche 4. Die Epoche 2 in der DRG-Version hat den Scherenstromabnehmer mit dem Doppelschleifer. Also wir bilden hier im Prinzip die Bauartunterschiede der einzelnen Epochen ab. Wenn wir mal kurz in den Katalog rein, wir haben also jetzt genau, sieht man hier die DRG-Version. Epoche 2. Wir kommen dann zur DB-Version Epoche 3a in dem klassischen Grün. Und dann haben wir in der Epoche 4 die rote DB-Version. Da sehen wir auch hinten die Rangierbühne. Also es gibt kleine, feine, markante Unterschiede in den Bauarten, die wir auch nachbilden. Vorne sieht man eben auch diese Rangierbühne bei der roten DB-Lok, finde ich sehr schön. Wir bieten diese Loks in analog und digital. Mhm. In der Analog-Version haben wir die Next18-Schnittstelle und in der Digital-Version werden wir von ESO eine Digitalplatine einbauen, die einen Pufferspeicher hat. Ja? Das finde ich gut. Was natürlich für Inspur N immer sehr praktisch ist, dass man eben marginal unterbrochene Streckenläufe mit dem Pufferspeicher einfach überfährt. Und bei so leichten Spur N-Loks kann das unter Umständen vorteilhaft sein, dass man eben da keine Unterbrechung hat. Also das finde ich schon mal eine gute Idee. Sieht man, dass ihr mitdenkt und sozusagen den Fahrkomfort der Maschinen zu erhöhen. Das absolut. Ist eine ganz große Klasse. Absolut. Ja, finde ich gut. Fahrkomfort, Fahrspaß. Fahrspaß. Wir erhöhen alles, was geht. Denn der Fahrspaß hört dann auf, wenn das Ding an der Weiche stehen bleibt und Sie vielleicht mit Ihren kurzen Armen nicht hinkommen. Genau, richtig. Oder man da irgendwo hinten durch den Schattenbahnhof reinkrabbeln muss. Ja, genau. Also Pufferspeicher setzt sich aber, glaube ich, jetzt schon immer mehr ein bisschen durch, denke ich mal. Das hört ein bisschen dazu, oder? Ja, ist halt, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Hier gibt es Möglichkeiten, die wir eben auch ausschöpfen können. Und eben mit dieser Digitalplatine haben wir da eben selbige genutzt, die einzubauen. Und das ist ja jetzt nichts Neues, aber es ist schön, dass wir das jetzt eben auch bei uns in den Spuren-Modellen einbauen können und werden. Ich finde das auch unglaublich, liebe Freunde, wenn man sieht, wir haben Ihnen auch hier so ein kleines ein Lineal mal hingelegt. Diese kleinen, fipseligen Loks, was hier alles reinpasst an Elektronik und funktioniert, das ist schon erstaunlich. Man muss also wirklich sagen, von, sage ich jetzt mal, Anfang der 90er Jahre bis heute ist da ein Riesensprung passiert. Absolut, in dem Bereich, absolut. Also, ich finde das unglaublich. Und dann stellt sich Tobias vielleicht nur hin und dann zaubern wir vielleicht noch Sound rein. Das kann auch noch passieren. Also die Elektronik ist wirklich unerschöpflich. Wir werden sehen, wo die Entwicklung hingeht. Ja. Was ich immer wieder gerne betone, ist, dass wir hier bei den Spur-N-Loks mit einer Länge über Puffer von knapp 7 cm, da steckt so viel Technik drin. Das ist also so filigran. Im Grunde müsste eine Produktion von einer N-Lok teurer sein als von einer H0-Lok. Ja, leuchtet ein. Ja, weil einfach die Bauteile sind kleiner, es ist anspruchsvoller, man hat weniger Material, aber Material ist nicht mehr das, was teuer ist. Was teuer ist, ist eben die Konstruktion, der Zusammenbau. Die Umsetzung, da muss man halt wirklich Leute haben, die das können. Und am Ende wollen wir natürlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis rausholen. Ich denke, das kriegen wir mit unseren Loks sehr gut hin. Ja. Und E60, wunderschöne Lok, kann ich
Wärmstens empfehlen. Man kann einfach nur sagen, sie passen in die Welt. Es ist schön, dass ihr alle drei Epochen sozusagen bringt. Mhm. Und Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, liebe Freunde, meine, das Lineal haben wir gerade erklärt. Davor steht ein kleiner Mann. Das ist also jetzt in Original N-Größe ein Rangierer. Der kommt aber noch bei einer anderen Lokbedeutung. Der kommt, das genau. Das ist, ich nenne ihn mal jetzt, Heinz. Heinz, der Lok, der Rangierführer. Ja. Und der kommt später noch zum Tragen. Genau. Also, wie gesagt, es ist schon erstaunlich, wenn Sie im Vollbild sehen. Deswegen haben wir das so gemacht. Ja. Nicht, dass Sie glauben, dass wir Ihnen die H0-Modelle andrehen wollen. Nein, das sind alles Spur-N-Lokomotiven. Gut. Kommen wir zur nächsten Spur-N-Lokomotive. Ja, das ist natürlich... Eine Formneuheit. Ja. Ups. So. Eine Formneuheit von Hobbytrain. Genau. RE44. Ist im Grunde auch ein Wunschmodell unserer Schweizer Kunden. Ja. Wir haben hier uns die RE44 empfohlen bekommen. Wir würden sie gerne umsetzen, wir werden sie umsetzen. Ist eine SBB-Lok, die von denen vier Stück gebaut wurden 1980. Diese Lok, mit dieser Lok hat die SBB nicht nur die Gleichrichtertechnik getestet, sondern auch verschiedene Farbschemas. Mhm. Deswegen haben wir auch hier, sag ich mal, drei dieser Farbschemen zu sehen. Mhm. Sechs Jahre später hat die dann ein einheitliches Farbkleid bekommen, ja. Aber wir wollten einfach die drei unterschiedlichen Versionen mal abbilden. Gehört ist ja dazu, klar. Ja, ist eine wunderschöne Lok. Wir machen es mal ein bisschen größer, das Ganze, gucken uns nochmal das normale SBB-Farbschema an. Genau, rot mit dem weißen SBB-Logo. Das ist auch das Logo hinten, das ist ja ein altbekanntes. Ja. Das mit der 2000 hatte ja auch eine besondere Bewandtnis. Ja. Denke ich mal. Das ist halt das Bahnprojekt 2000 gewesen. In der Schweiz. Dafür hat man geworben mit dieser Lok. Genau. Das war im Prinzip, diese Lok man hat diese Lok in Leichtbauweise gebaut, deswegen halt vier Prototypen, um einfach zu testen, wie kann man quasi Loks bauen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer in der Leichtbauweise. Wie kriegt man im Grunde die bestmögliche Performance für die leichtestmögliche Lok hin? Weil die bisherigen Loks waren einfach alle zu schwer und fuhren nur bis 150, 160 Stundenkilometer. Und man musste hier jetzt quasi weitergehen, schneller werden, leichter werden und einfach eine andere Technik auch verwenden. Und das war eben so eine Testlok, mit der die viel getestet haben. Und was auch. So, und dann haben wir noch eine weitere, die dritte Farbvariante. Gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Jetzt mal vom Farbtupfer her, von der Darstellung her, haben wir auch im Katalog zu sehen, diese Lok. Also das wäre so ein bisschen, wenn ich jetzt Schweizer Bahn-Fan wäre, so ein bisschen meine Variante. Also die finde ich eigentlich am gelungensten. Rot ist immer ein bisschen langweilig. Ja, Rot ist der Klassiker, ne? Ja, ist klar, alles ist der Klassiker, klar, aber man hat sich ja so daran gewöhnt, dass die Loks jetzt farbig geworden sind und viel Werbung. Ich bin auch ein Freund von Farbe, also ich finde auch die Version blau-rot, die gefällt mir sehr gut. Ja, die ist sehr gut, ja. Wie es gefällt, später wurden die dann als rollende Werbetafeln von der Südostbahn eingesetzt. Ja. Also das finde ich eine optisch sehr markante Lok. Ja. Und auch schön ausgewählt. Wir haben hier die Version Analog und Sound. Ja. Und wir haben hier auch ein passendes Wagenset, die SBB UICZ-Wagen. Die werden wir dann im weiteren Verlauf des Katalogs noch zeigen. Genau. Die passen zu dieser Lok. Ja. Auf jeden Fall gibt es noch passende Wagensets zu einigen Loks, die wir hier noch auf der Pfanne haben. Das werden wir Ihnen dann noch zeigen. Richtig. Und wir machen weiter mit der nächsten Neuheit. Oder, nee, Neuheit ist es doch. Es ist keine, ist eine quasi Design-Neuheit. Die Lok selber haben wir schon im letzten Jahr ausgeliefert. Ist
der Vorgänger zu E60, die E63. Da haben wir auch noch ein Modell, das können wir da haben wir auch noch ein Muster dabei, genau. Das Muster. Bitte schön. Stellen wir vor unserem Rangierer, danke. So, da haben wir sie. Genau, diese Lok hat auch einen Glockenankermotor mit Schwungmasse und eine Next 18 Schnittstelle in der Analogversion. Und so wie die E60 hat die Digitalversion eine ESO-Digital-Platine auch mit Pufferspeicher. Und was mir bei dieser Lok wie auch bei der E60 auffällt oder aufgefallen ist, in dieser Größe, ich kann es eigentlich nur noch mal unterstreichen, es ist unglaublich, die Detaillierung, also bis auf kleinste Sachen sogar, die man also auf dieser Lok erkennt, beziehungsweise ob das jetzt die Haltestangen hier oben sind, die Aufstiegsgriffe, die Tritte, wo die Rangierer draufstehen. Die Pantographen finde ich immer so stark. Ja, Pantographen, kann man den hochmachen? Den kann man hochmachen. Den kann man hochmachen. Da. Ha. Guckt euch das mal an. Es ist ja unglaublich, wie man sowas hinbekommt. Mhm. Das ist also wirklich absolut filigran, sowas zu bauen. Ja. Und kostet halt auch alles immer was. Thema Kosten. Ja. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie die Entwicklung weitergeht. Aber wichtig ist uns, dass wir hier qualitativ ein Produkt abliefern können, was eben langfristig, langlebig und auch einfach schön ist. Ja. Ja, weil darum geht es ja. Genau diese drei Begriffe vereint auch diese Lok, wie auch die anderen Loks, die wir noch sehen werden und wagen. Es ist also wirklich, immer wieder kann man das nur betonen, unglaublich, was ihr hier so also mehr oder weniger auf die Schiene gebracht habt. Das ist unglaublich. Ja. So, mach mal weiter. Ein Lokklassiker schlechthin. Franks, auch ein Lokklassiker. Eine von Franks Lieblingsloks. Ja, ist auch dabei. Wir haben sie leider jetzt nicht dabei, aber wir machen mal die Katalogseite dazu auf. Ja, die E10. Es ist die E10-3 sogar. Also die E10-3, genau. Ja. Es ist die Bügelfalte E10-3. Ja. Die haben wir von Hobbytrain ja auch schon in verschiedenen Versionen gemacht in den letzten Jahren. Ist einfach immer wieder eine schöne Lok, ist ein absoluter Klassiker. Mhm. Hier werden auch alle Bauartunterschiede der einzelnen Epochen berücksichtigt. Also wir liegen hier bei zwischen Epoche 4 und 5 und haben die Version Analog und Sound. Und es war auch die farbreichste Epochen. Ja. 4 und 5, muss ich dazu sagen. Die Deutsche Bahn, Bundesbahn, um Gottes Willen, Deutsche Bahn ist ja was anderes. Die Deutsche Bundesbahn war ja damals noch sehr experimentierfreudig und hat also für ihre Produkte, wie man heute sagt, ja auch bestimmte Farben kreiert. Und das war auch ein bestimmter Wiedererkennungswert. Und viele, die also in der Zeit mit den Zügen mitgefahren sind, werden da auch gerne noch daran zurückdenken. Meine Lieblingsfarbe, absolute Lieblingsfarbe, ist die TE-Lackierung oder wie sagt man, Intercity-Lackierung in Deutschland. TE-Züge sind ja auch so gefahren. Das ist, glaube ich, so der Anblick, den man gewohnt war, wo man sofort unterscheiden konnte, das ist ein Fernzug, das ist ein Regionalzug, das ist ein Güterzug oder was weiß ich. Exakt. Also diese Loks, die vorn dran waren, hatten schon dieses Markenzeichen in sich, denke ich mal. Ja. So, gehen wir gleich mal zur nächsten Variante. Das war dann etwas später. Diese türkis-beige. Genau, ist ja auch ein klassisches Farbbild. Ja. Blau-beige. Ja. Der Epoche 5. Mhm. Im Grunde, wir haben hier ja schon diverse verschiedene Varianten gemacht und es bleibt halt irgendwie immer in diesem Bereich der Farben hängen, weil die einfach auch die bekanntesten, markantesten und schönsten sind. Wir haben hier dann in der Epoche 4 noch die blaue mit dem durchgehenden Lüfterband. Ja. Muss man sich einfach mal angucken, gibt es in den Versionen analog mit Sound. Und ich denke also, auch an diesen drei Maschinen habt ihr doch, denke ich mal, so die richtige Auswahl getroffen, den Nerv, wo die meisten Modellbahnen auch unterwegs sind. Richtig, also Epoche 4 und 5 ist einfach so, das Nonplusultra. Ja. Es wird natürlich jetzt mehr Richtung Epoche 5 und Epoche 6 gehen, weil die Spur-N-Fahrer sind ja immer ein bisschen jünger.
in Richtung 6 geht jetzt die Tendenz, aber ist natürlich Epoche 4, Loks zu bringen, ist natürlich ein Muss. Wenn jetzt einer sagt, Platz, meine Lok ist dabei, wann kommt die? Circa? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt erstmal im Laufe des Jahres. Genau. Im Laufe des Jahres. Ja. Mit Liefertermin ist es immer schwierig, ein bisschen das zu zu sagen. Es geht jetzt nicht um genau ungefähr, wo man sagen kann, kein drittes Quartal, kein viertes Quartal werden. Wir wissen es teilweise nicht, weil die Auswirkungen, auch wenn Covid jetzt nicht mehr die Rolle spielt, aber die Auswirkungen sind teilweise in Fernost noch zu spüren. Ich meine, diese Lok wird jetzt in Südkorea produziert, da war es nicht schwierig. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer mit Aussagen in Richtung Liefertermin dann und dann. Oder wir haben auch teilweise in unserem Katalog, wenn wir die Preislisten angucken, gerade bei den Formneuheiten, da haben wir keine Preise. Da haben wir keine UVP-Preise drin, weil die Preisentwicklungen oder die Preisstrukturen, die sind so volatil, dass wir gar nicht genau sagen können, die Lok wird in einem Dreivierteljahr oder einem Jahr das kosten. Darüber, glaube ich, werden wir dann zum Ende der Sendung nochmal ein bisschen Aber das ist mir einfach wichtig, dass das auch mal zum Thema kommt. Ist richtig, Weil natürlich möchte man gerne eine unverbindliche Preisempfehlung haben. Es ist aber immer wieder schwer, dann eine rauszugeben, die dann nach einem halben Jahr obsolet ist, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja. Teilweise auch der Währungsentwicklung. Also hier ist ja die Währungsschwankungen, die sind ja eklatant. Das ist ja Wahnsinn, wie sich der Dollar in den letzten 4 Monaten entwickelt hat. Also rauf und runter, da kann man gar nicht in die Planung gehen. Aber gut, kommen wir dann nochmal zu sprechen. Lasst uns zu den Lokomotiven zurückkommen, liebe Freunde. Ich dränge jetzt mal den Tobias ein bisschen an der Stelle. Wir hatten gerade die Epoche 4 und 5 Fahrer im Auge, aber jetzt kommen wir zur jüngeren Generation, zur Epoche 6 Lokomotiven, und das ist ja auch ein Klassiker schlechthin mittlerweile, eine Vectron, und das ist eine Neuentwicklung, die du uns jetzt bringst. Genau, im Supersportwagen-Automodellbereich hätten wir gesagt, das ist Supersport-Modellbahn des Jahres, die Vectron. Der Ferrari unter den A-Lokomotiven. Ja. Also es ist einfach, Vectron ist bei uns im Blut. Wir machen, glaube ich, alle 3-4 Monate bringen wir eine neue Vectron-Variante raus. Bringen Sie gleich mal rüber. Weil es einfach neue gibt. Ich habe keine hier. Hast du keine hier, okay. Nee, das war das ist was anderes. Aber die Vectron, die wird jeder kennen. Die hat wahrscheinlich jeder auf der Anlage stehen, mindestens eine von uns. Ja. Wir kommen hier mit der DB Cargo Version in dem klassischen Rot, die eigentlich immer geht. Sehr schöne Lok. Next 18 Schnittstelle mit digitalem Fernlicht und halt immer in Analog und Sound. Mhm. Wir kommen jetzt hier mit einer schwedischen Version, der Snell-Target. Super. So wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Snell-Target, genau. Snell-Target. Die Schweden unter Ihnen, die werden wahrscheinlich jetzt mit dem Kopf schütteln, aber wir haben versucht, es so authentisch wie möglich auszusprechen. Da möchte man dafür einen Daumen haben, dass wir es gut ausgesprochen haben. Genau. Zu dieser Lok, zu der Snell-Target-Lok, haben wir auch ein passendes Wagenset von LS Models. Der farbenfroh, das wird im weiteren Verlauf des Katalogs, stoßen wir auf diesen Wagen, auf dieses Wagenset. Kommen wir noch dazu, ja. Kommen wir noch dazu, genau. Dann ein wunderschönes, also das ist ja der Railjet, ist ja nun mittlerweile ein tolles Produkt. Klassik, ja. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Also die machen wir auch schon, glaube ich, seit mehreren Jahrzehnten. Ja. Läuft immer wieder gut in den ÖBB Railjet Design, finde ich auch wirklich optisch einfach fantastisch. Mhm. Dann analog dazu unten die CD-Version, weiter unten die ÖBB-Version, also das ist halt die weiß-rote. Genau, das ist jetzt, oben sind die 12-16, die ÖBB ist jetzt die 11-16, jeweils analog und Sound. Und dann zum Schluss haben wir noch eine. Und dann kommen wir nochmal weiter runter und sehen hier die DB-Netz-Version. Die Messlok. Die den Messzug zieht, da gibt es ja eine Diesellok, eine 218, glaube ich, oder ja, eine 218.
und eine gelbe Variante dieser Maschine. Und immer wenn die auf den Gleisen auftaucht irgendwo, ist die meist mit Angst und Schrecken verbunden. Um Gottes Willen, jetzt kommt der Messzug. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Strecke wird ausgemessen, weil sie überholt werden muss, aber meistens war es immer letzteres, die Strecken wurden dann stillgelegt. Also das ist so ein gewisser Angstzug, der da immer auftaucht. Aber gehört natürlich auch auf die Schiene, ganz klar. Und ist auch optisch mal ein anderes Bild als immer die ewig gleichen roten DB. Gute Idee. So, da haben wir sie nochmal alle. Genau, also Vectron und Taurus international unterwegs. Das sieht man auch immer oben bei uns im Katalog an den Fahnen im oberen Bereich neben der Marke. Machen wir nochmal ein bisschen runter. Zeigen wir mal hier. Eben Deutschland, Schweden, Tschechei, Österreich, Schweiz, also ganz Europa. Mhm. Die Markierung Neurot bezeichnet übrigens, einfach nochmal zur Info, die wirklichen Neuheiten aus diesem Jahr, also 2023. Wir haben dann noch das Icon neu in Grau. Das sind dann Neuheiten aus dem vergangenen Jahr, die wir dann nichtsdestotrotz in den Katalog unterbringen möchten, zeigen möchten. Will einfach sagen, rote Neuheiten sind aktuelle Neuheiten, die grauen Neuheiten sind dann aus den älteren Jahrgängen, die noch nicht, fertiggestellt sind. Okay, ja. So, das war es zum Thema Loks in den Großen und Ganzen. Wir haben natürlich noch einen schönen Personenwagenbereich, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Großraumwagen der Bauart UIC Z1. Ja, da sind sie. Da sind sie. In verschiedenen Farbkleidern, sage ich jetzt mal. Mhm. Die UIC Z-Wagen, die wurden ja in den 80er Jahren produziert für die SBB. Und das Design des ersten Wagens erinnert stark an die Eurofima-Wagen. Jedoch unterscheiden die sich eben in einigen Punkten, zum Beispiel die Fensterbreite. Da sieht man hier, das sind die etwas breiteren Fenster, die eigentlich zum Erste-Klasse-Wagen gehörten. Das sind ja alles Zweite-Klasse-Wagen hier. Mhm. Hier haben wir quasi die verschiedenen Epochen, beziehungsweise hier haben wir Epoche 5 und Epoche 6. Ja. Wagen haben wir hier eben in verschiedenen Farbkleidern, Eurofima Orange, dann das Grau Steingrau mit dem SBB-Logo und eben das Weiß-Schwarz mit dem roten Endstück. Ja. Schöne, klassische. Das sind doch die bekannteren, die laufen eigentlich so vom Gesicht her. Ja. Und auch ganz bekannt, es sind sehr schöne Wagen, muss ich dazu sagen. Das sind also passende Wagen auch zu den Loks, die wir vorgestellt haben. Genau, die passen zu der RE44, die wir eben vorgestellt haben. Auf jeden Fall. Die kommen wunderbar zusammen. Genau. Und der letzte Wagen in Gelb, das sind die sogenannten Regiojet-Wagen. Das ist also ein Produkt der Ceske Drahi sozusagen. Die fahren aber auch grenzüberschreitend. Richtig, ja, genau. Die fahren also, glaube ich, von Prag, Bratislava nach Österreich kann man sie sehen. In Deutschland habe ich sie leider noch nicht gesehen. Mal im Urlaub gucken, ja. So, wunderschöne Großraumwagen. Es ist ja auch so ein Produkt, was nach den klassischen D-Zugwagen kam. Das war ja auch erstmal so eine Sache, an die man sich gewöhnen musste in den 80er, 90er Jahren, als diese Wagen auftaucht, dass man plötzlich nicht kuschelig in einem Abteil saß mit der Freundin, sondern man musste jetzt im Großraumwagen die Händchen stillhalten. Genau. Genau, so ungefähr. Aber so hat man das Platzproblem gelöst. Das Platzproblem war auf jeden Fall gelöst, klar. Wunderschöne Wagen. So, wie geht es weiter? Es geht weiter mit dem Thema BLS Autozug Steuerwagen. Das ist ja auch ein sehr interessantes, absolut interessantes Thema, auch sehr facettenreich. Wir haben ja im letzten Jahr die Version, hier haben wir übrigens ein Muster, das würde ich gerne auch zeigen. Ja, auf jeden Fall. Aha. Halt, da waren wir, darf nicht umfallen. Oh ja. So. Wir haben es sogar hingekriegt, aber na gut. Okay, halt, wir ein bisschen hier machen, so. BLS Steuerwagen,
Autozug, ja, wir haben im Prinzip eine Formneuheit, weil wir hier die zwei Außenschwingtüren in dem Modell nachbilden, wie man das hier auch sieht. In der Version, die wir letztes und vorletztes Jahr gebracht haben, hatten wir einmal vorne die nach innen schwingenden Türen. Es gibt diese Version in Epoche 5. Ist ein tolles Modell, eine NEX 18 Schnittstelle und passt halt eben zu jedem BLS Autozug dazu. Wir haben hier. Okay, ich halte mal die Front zeigen. Ja. Super. Ich stelle das mal beiseite. So, dann haben wir im Katalog noch weitere Farbvarianten. Hier sieht man auch den Unterschied in den ersten beiden Versionen mit den zwei Türen Außenschwingen und eine Tür nach innen. Ja. Dann haben wir die graue BLS-Version. Die haben wir auch schon gebracht. Diese hier hat jetzt dieses 100 Jahre BLS-Logo an der Seite noch mit aufgebracht. Eine interessante Farbgebung. Also absolut. Das ist unglaublich. Mhm. Wer auch immer die erfunden hat. Ja. Zu guter Letzt haben wir in dem Steuerwagen-BLS-Segment einen Golden Pass Steuerwagen. Den können wir auch nochmal zeigen, finde ich optisch wirklich sehr gelungen. Ja. Schönes Modell. Den haben wir unter anderem passend produziert zu den sich aktuell im Handel befindlichen Pico, fünfteiligen Golden Pass Personenwagen-Set BLS. Also wer noch keinen Triebwagen für das Set gefunden hat, der darf sich gerne den von uns organisieren. Das ist ein Muss. Liefertermin im Laufe des Jahres. Okay. So. So kommen wir weiter Richtung Epoche 6. Und was darf bei der Epoche 6 niemals fehlen? Ein Railjet der ÖBB. Ja. Also aber wirklich schon, hat eine andere Lackierung. Aber mit einer neuen Lackierung. Genau. Diese Lackierung, die wir hier sehen, ja. Die ist ein paar Wochen alt, genau. Sag ich mal. Also die wurde im Original erst auch vor ein paar Wochen offiziell bestätigt. Wir haben das Design direkt umgesetzt. Und die Besonderheit an diesem roten neuen Railjet-Design ist, das ist zum Grunde eine Art Bewerbungszug. Das heißt, hier sind verschiedene Statements auf dem Zug abgebildet worden, also Sprüche von Mitarbeitern der ÖBB, wie, ich sage jetzt mal platt, wie toll es ist, bei der ÖBB zu arbeiten. Ja. Ja. Und hier möchte man im Grunde der Bevölkerung mal einen Denkzettel oder eine Möglichkeit geben, sich über den Beruf bei der ÖBB mal zu informieren oder sich mal Gedanken darüber zu machen, ja. Weil die ÖBB nämlich in den nächsten Jahren ein kleines Personalproblem haben könnte. Haben könnte. Das heißt, die Deutsche Bahn ja jetzt schon hat das Personalproblem, wir kennen das alle. Auch darüber kann man ganz offen reden. Wer im Internet unterwegs ist, zum Beispiel auf Facebook gibt es verschiedene Eisenbahngruppen, ist dieses Design ja schon aufgetaucht und auch die Mitarbeiter dazu, die also ihre Begeisterung mitteilen der Bevölkerung, wie schön es und was für ein toller Arbeitsplatz die ÖBB hat. Und das soll also damit sozusagen verkörpert werden. Richtig, genau. Ich habe hier mal einen kleinen O-Ton mitgebracht von der ÖBB Startseite und zwar zu diesem Railjet. Zum Start ins Jubiläumsjahr der ÖBB. Wird übrigens 100 Jahre ÖBB gefeiert. Ja. Zum Start ins Jubiläumsjahr der ÖBB wurde ein besonderer Railjet ganz offiziell getauft und auf die Reise geschickt. Den siebenteiligen Zug zieren 100 Gründe, für die ÖBB zu arbeiten. Diese Gründe kommen aus dem Team der ÖBB.
Sie alle wollen die Fahrgäste einladen, auch beruflich bei der ÖBB einzusteigen. Denn die ÖBB suchen in den nächsten Jahren wegen des Generationenwechsels jedes Jahr rund 3000 Mitarbeiterinnen. Das finde ich ganz spannend, dass man eben auch offen mit diesen Zahlen umgeht. Ich glaube, die DB würde das nicht machen. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Also 3000 Leute pro Jahr. Die müssen ja auch ausgebildet werden. Exakt, weil bis 2027 wird nämlich rund ein Fünftel der ÖBB-Mitarbeiterinnen in Pension gehen. Das bedeutet, in den nächsten 5 Jahren wird es bei der ÖBB rund 15.000 neue Jobs geben. Das heißt, alle die sich für das Thema Bahnreisen, Bahn, um die Bahn herum etc. interessieren, dürfen sich gerne mal auf der ÖBB-Seite Jobprofile angucken. Vielleicht ist ja das ein oder andere Jobprofil dabei, das passt. Gerade im Jugendbereich kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere das spannend findet. Ich mache jetzt hier keine Bewerbung für sagen, die ÖBB. Also ich glaube, er kriegt es nicht bezahlt von der ÖBB. Ich werde nicht gesponsert, aber ich finde die Idee einfach klasse. Ja. Es ist die Begeisterung für die Bahn, die wollen wir ja auch mal teilen. Ich glaube, sonst könnten wir ja auch diesen Job wir gemeinsam nicht machen. Richtig. Weil wir sind ja alle so ein bisschen Bahnverrückte und Bekloppte, sage ich immer. Sonst würde das gar nicht funktionieren mit der Modelleisenbahn. Aber ich verrate Ihnen sicherlich nichts Neues. Ich wollte als kleiner Junge mal Lokführer werden. Und heute sitze ich hier vor der Kamera mit den Modellbahnherstellern und darf wenigstens die Modelle vorstellen. Lokführer ist leider Gottes nicht geworden. Nachdem ich früher als Kind auf dem Müllwagen mitfahren wollte, ich wollte auch als Müllwagenfahrer, aber hinten drauf. Ja. Und danach wollte ich auch Lokführer werden. Wisst ihr? Mhm. Warum bist du es nicht geworden? Weil ich die Dinger jetzt produziere. Ich mache mir eine Figur in hier wie der kleine Heinz in 1:160 und dann stelle ich mich dahin. Gut, so machen wir das. Ja? Also, wir wollten alle mal Lokführer werden. Gut. Genau. Ja, was haben wir denn noch? Da haben wir noch einen wunderschönen. Es geht weiter. Im Grunde, Thema Railjet ist natürlich weiterhin interessant für uns. Es gibt hier eine sehr schöne Version vom Klimaticket. Also im Prinzip das achteilige Set. In dem Klimaticket-Design, wo eben ÖBB für das aktuelle Klimaticket wirbt. Da haben wir auch noch eine Lok. Das es in Österreich gibt. Hier habe ich auch die entsprechende Lokomotive mitgebracht. Es ist schon mal immer wieder ein Hingucker. Es ist unglaublich, was die Ösis produzieren, muss ich immer wieder sagen. Farbenfreude, tolle Beklebung. Tolles Marketing. Also bei denen funktioniert das irgendwie. Vielleicht sollte die Deutsche Bahn mal mit der ÖBB, aber okay, das ist ein anderes Thema. Das Thema haben wir irgendwie jedes Jahr. Ne? Ja, und dann haben wir im Katalog noch zu sehen, also wie gesagt, die Siemens haben wir hier stehen mit dem Klimaticket. Genau. Und dann haben wir natürlich noch die Wagen von dem Snelltoget hinten dran. Richtig. Wenn wir weiter in den Katalog reinschauen, kommen als nächstes dann die Liegewagen. Die BVCMZ-Liegewagen von dem Snelltoget. Können wir ein bisschen größer machen, ja, das muss ein bisschen. Ne? In der Epoche 6. Ja. Absolut farbenfrohes Wagenset, eben passend zu der Vectron. Und wird mit Sicherheit auf jeder Spureinanlage ein schönes Bild abgeben. Und vor allen Dingen in verschiedenen Farben der Zuglauf dieser Wagen. Von wo bis wo die fahren. Genau. Wunderbare Sache. Ganz einfach gelöst, spart man sich die Zuglaufschilder. Exakt. Ja. Dann weiter von LS, von LS Models, die BVCMZ-Liegewagen der MAF, also der ungarischen Bahngesellschaft. Guck mal, ob man es noch ein bisschen hinkriegt. Auch optisch einfach wunderschön gemacht und wie immer bei LS Models qualitativ absolut top. Mit Sicherheit. Okay. K2, K3, SPW-Güterwagen. Haben wir im letzten Jahr ausgeliefert. Wunderschöne Wagen. Auch absolut detailreich. Den Sersa, den wir jetzt hier nochmal zeigen können im Katalog. Den haben wir mitproduziert und jetzt als Neuheit angekündigt. Ist also ab sofort lieferbar. Wunderschöner Güterzug. Ebenfalls wunderschön als Gütertragwagen, diese Keulwagen von MF Train, unserem spanischen
Partner. Und ich finde es einfach schön, mal sowas wieder auf den Schienen zu sehen. Halt was ein anderes Schienenbild zu sehen. Nicht immer gedeckte, offene Güterwagen, sondern mal ein bisschen andere Ladegüter, die einfach das Bild auch mal ein bisschen verändern. Ne? Auch diese TWA-Flachwagen, ja, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Irre, was die Leute da alles draufstellen und wie toll das aussieht. Naja, es ist ja auch, denke ich mal, es gehört ja dazu. Ich meine, Güter gehören auf die Schiene, das sage ich schon immer. Muss die Bahn noch ein bisschen dran arbeiten, die richtige Bahn meine ich, aber wir machen zumindest auf der Modellbahn schon mal der richtigen Bahn vor, was man alles auf der Schiene fahren kann. Und es lockert auch das Bild auf. Ja, also man kann sicher hier Containerzüge fahren, die sehen sicherlich auch schön aus, aber es gibt nichts Langweiligeres als nur Containerzüge. Oder nur Personenwagen. Ja. Also man muss schon mal so ein bisschen das widerspiegeln. Und Modellbahnen sind ja immer sehr erfindungsreich, sage ich mal, die machen das dann schon passend. Also ich finde das auch ein sehr schönes Detail. Ich sag auch immer, die Mischung macht's und am Ende ist erlaubt, was gefällt. Und das ist das Wichtigste. Ja? Da wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Richtig. So. Apropos. Erlaubt ist, was gefällt. Thema Graffiti. Ja, das ist unser Lieblingsthema. Mein Vater hat da ja von vor 25 Jahren mit Markus Krips, mit einem Künstler aus Köln, schon an Graffiti-Wagen individuell designt, an dem Konzept gearbeitet. Hat damals keiner verstanden. Ich glaube, mittlerweile kommen die Leute auf den Geschmack, weil nicht nur die Albert-Wagen, die wir gleich noch im Katalog sehen, mit den Graffiti-Designs, die sind sensationell ausverkauft. Also die haben wir, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen haben wir die ausverkauft. Hey, Tobias, mal ganz ehrlich, guck doch mal, stell dich mal an die Schiene und lass mal Güterzüge an dir vorbeirollen. Ja. Es ist kaum noch ein Wagen dabei, der nicht klar, aber du hast natürlich eine Menge, ganz vorsichtig. Du hast unter den Modellbahnen einige Traditionalisten, die das natürlich nicht so schön finden. Nein, aber das ist richtig. Auch hier im Spur-N-Segment, die Leute etwas jünger werden, etwas toleranter werden und auch farbenfroher und auch, die haben auch Bock auf Designs, auf neue Designs. Ja, die einfach, ich meine, diese Graffitis, die sind ja echt gut gemacht, das ist ja Kunst. Das ist ja nicht irgendein dämliches Geschmiere, sondern das ist Kunst. Und so muss man das sehen. Ja, die Frage ist nur, ob das immer gewünscht ist oder ob das immer sinnvoll ist, muss man mal vorsichtig ausdrücken, ob das dann auch dran passt oder nicht. Aber vielleicht wäre es ja mal eine Idee, liebe Bahn, Güterwagen hinzustellen und sagen, los, malt was dran. Wer es kann und wer ein vernünftiges, keine Ahnung, politisches Statement abliefern will. Gut, ist jetzt ein ganz eigenes Thema, wir driften ab. Wir driften ab, aber Graffitis gehören dazu zum Erscheinungsbild bei der Bahn. Und die Modellbahner haben das zur Kenntnis genommen und müssen natürlich auch die Wirklichkeit auf ihrer Modellbahn nachbilden. Genau. Ist einfach so. Wir haben hier, wenn wir nochmal in den Katalog reinschauen, die Schiebewandwagen der Bauart H. Bilns in verschiedenen Versionen, Varianten. Ich nehme jetzt mal einen raus. Ein Exklusivartikel für die Union Spiel. Das ist der Wagenforschungsprojekt Digitale automatische Kupplung. Also hier wurde im Grunde die digitale Kupplung getestet mit diesem Wagen. Funktioniert übrigens auch in Spur N bei uns mit App. Unglaublich. Stimmt nicht. War gelogen. Aber die Vorstellung finde ich cool. Schon mal, ja. Mit in Spur N eine digitale Kupplung, die über App schaltbar ist. Ja, da reden wir dann in 50 Jahren nochmal drüber. Wir haben die DB Cargo-Wagen, klassisch rot, sehr schön. Wir haben hier Leistungsgesellschaft zum Thema Graffiti mit diesem Garçon. Ein 100% authentisches Digitaldruck, den wir hier abbilden. Also das ist wirklich genau so, läuft der Wagen auf den Schienen. Wir haben hier im unteren Bereich italienische Wagen, Trenta, Italia
und den französischen SNCF. Also wir bewegen uns hier wieder in ganz Europa, international. Bereich. Im Schiebewandwagensegment gibt es auch wunderschöne Varianten. Und da kann man auch schon sehr schöne Züge zusammenstellen mit diesem Angebot hier. Finde ich schon ganz toll. Absolut. Und ich möchte nochmal auf den Detailreichtum eingehen, den wir hier nachbilden. Also es ist nicht jeder Wagen ist gleich. Also wir haben hier tatsächlich in den Stirnseiten Wechsel Einsätze in den Werkzeugen drin, wo man hier eben auch sieht, dass die Streben sind vertikal, die Außenstreben von der Stirnseite, und auf der anderen Seite sind sie etwas schräg angesetzt. Also wir achten hier sehr auf eine hohe Detaillierung im Spur-N-Segment. Die Griffe sind hier farblich lackiert. Auf der anderen Seite sind die Griffe auch dran, aber eben nicht lackiert. Also das ist schon wirklich Aufwand, so detailliert zu arbeiten und das so rüberzubringen. Genau, und den Anspruch, den die Modellbahner, die N-Bahner daran haben, rechtfertigt auch den Aufwand, muss ich sagen. Auch die haben ein Recht an gut detaillierte Modelle. Definitiv. Ne? Also das wollen wir ja, weil wir es können, wollen wir das auch nachbilden. Und ich finde aber sowas einfach, das sind kleine, wichtige Details, die man einfach zeigen muss. Und apropos Details, da fällt mir noch ein, bei den roten DB Cargo im Katalog sieht man links oben in dem Bereich, ich versuche den mal hier so hoch zu holen, da ist so ein Pin in der Ecke. Ja. Und zwar die neuen DB Cargo, die kriegen nämlich alle ein GPS-Signal verpasst, eine GPS-Antenne. Okay. Und wer wären wir, wenn wir die nicht auch anbauen würden? Ja. Jetzt kommst du. Also wir denken wirklich an alles oder versuchen an alles zu denken. Und das sind so kleine, feine Details, die einfach die Authentizität unserer Wagen nochmal unterstreicht. Wunderschön. Ja. Tja, dann sind wir aber noch nicht am Ende, liebe Freunde. Immer noch nicht. Nein. Mein Gott. Die Blumen sind noch nicht alle auseinandergenommen. Wir kommen zur nächsten. Die Rose entblättert sich. Die Rose entblättert sich langsam und die nächste Rose und kommt. Und zum Vorschein kommt Heinz am Ende. Heinz am Ende. Heißt er wirklich Heinz? Apropos, ich wollte ein Spielchen mit dir machen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Was willst du mit mir machen? Ja, ein Spielchen. Und zwar einen kleinen Test. Entschuldigung, ich muss noch mal zurückgehen. Er will ein Spielchen mit mir machen. Schiebewandwagen, also kein Spielchen, sondern tatsächlich ein Quiz. Ein Quiz. Wenn wir uns den Katalog angucken. Ja, okay. Schiebewandwagen der Bauart H-Billens, also H-B-B-I-L-L-N-S. Ja. Was sagt dir das? Das sagt mir, dass hier das Alphabet ein bisschen durcheinander gebracht wurde in der Reihenfolge. Was für ein Wagentyp musst du jetzt wissen? Du bist Modellbahner, du musst jetzt wissen, also was für ein Wagentyp, welche Besonderheit hat dieser Wagentyp, was hat er für eine Achsreihe, was hat er für ein unterschiedliche, wie ist der lauffähig, mit wie viel beweglichen Trennwänden etc. Diese Buchstabenkombi ist sicherlich nicht nur ein Buch, ich will nicht sagen mit sieben Siegeln, man kennt es ja, ich habe mich schon immer darüber amüsiert, was die Wagen so für Abkürzungen haben. Vielleicht ein guter Bahnmitarbeiter, ein Rangierer, kann vielleicht damit was anfangen. Ich weiß, die haben alle eine Bedeutung. Ich hatte sowas Ähnliches auch schon mal vor der Kamera mal zelebriert, was hinter den Buchstaben steckt oder stecken könnte. Es ist eine unglaubliche Abkürzung. Also ich sehe den Güterwagen, er ist zweiachsig gedeckt und hat Schiebewände. Hat Schiebewände, ist schon mal stark. Hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig in dieser Abkürzung drin. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und mir die Rail Cargo Güterwagen und innovative Transport- und Umschlusslösungen der Rail Cargo Flyer habe ich mir mal ausgedruckt, weil hier stehen nämlich alle Abkürzungen drin. Hochamtlich kommt es jetzt. Für diese Wagentypen. Dann sag es mal, was heißt das jetzt in den Einzelnen? Also wir fangen links an mit H. Wir fangen immer mit der H an. Ja, okay. H ist immer quasi der Überbegriff. H steht für gedeckter Wagen in Sonderbauart.
Also ich hätte das jetzt nicht als Sonderbauart gesehen, sondern als gedeckten Güterwagen. Aber okay, wahrscheinlich durch die Schiebewände ist es ein Sonderbauart. Wer weiß das schon. Ja. Dann geht es weiter mit B. Wir haben einmal B, wir haben aber auch hier ein Doppel-B. Doppel-B. Doppel-W bedeutet mit zwei Radsätzen, aha, Mindestlänge 14 Meter. Ja, ist offensichtlich hier erfüllt. Mhm. Das I steht für öffnungsfähige Seitenwände. Okay. Das Doppel-L steht für mit verriegelbaren beweglichen Trennwänden innen drin. Mhm. Das N steht für zwei Radsätze mit der höchsten Lastgrenze über 28 Tonnen. Und S, lass mich raten, ist die Geschwindigkeit. Und S steht für Speed, keine Ahnung. Geschwindigkeit, absolut, lauffähig bis 100 Kilometer. Ha, ich habe einen Punkt. Habe ich die Waschmaschine gewonnen? Nee, finde ich einfach, war es mir der Spaß mal wert, weil wenn ich solche Beschreibungen sehe und ich denke, okay, wir machen wieder ein Habils oder ein Tanz oder ein Eanos oder wie auch immer, dann ist das für mich immer ein Buch der sieben Siege. Und ich habe gedacht, ich bringe da mal ein bisschen Licht rein. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Vierachs-Schiebewandwagen Habis nehmen von Pimp Rail, da haben wir auch ein Muster da. Oh, jetzt habe ich wieder alles verschoben hier. Ja, ich halte mal alles fest, denn unser, wie heißt der, Gustav? Eins darf nicht umfallen. Richtig. Da war eine. Ich muss mal das Stück daneben setzen, sonst rollt er weg. So. Genau. Ja, Vierachs-Schiebewandwagen sagt schon aus, nicht Zweiachs, sondern Vierachs. Also H-Bis steht eben das H nach wie vor gedeckter Wagen in Sonderbauart. Mhm. Das A steht für vier Radsätze. Mhm. Das B hatten wir eben schon mal. Ja, und wie schnell darf er? Ladelänge 12 Meter bis unter 14 Meter. Ja. Laderaum mindestens 70 Kubikmeter, ausgenommen bei Kennbuchstabe F oder FFF. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Ist nicht dabei, müsste man wahrscheinlich. I mit öffnungsfähigen Seitenwänden und S natürlich 120. Lauffähig bis 100. Nee, bis S, 100. Doppel S wäre bis 120. Ach wir so, haben also hier S, also auch bis 100. Also haben wir schon was gelernt. Richtig, genau. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Am Ende der Sendung kann ich es dann erbeten. Wenn es interessiert, gibt es im Internet interessante Informationen drüber. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber immer ist immer interessant. Ich meine, es ist schon immer wieder vieles, fragen sich immer viele, wo kommen die bloß mit diesen vielen Buchstaben her? Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das und warum muss das geregelt werden? Ja. Okay. Wir haben das Thema Schiebewandwagen hiermit abgehakt. Die quasi das nächste Modell, was wir bei uns in den Neuheiten haben, ist im Grunde eine Design-Neuheit von den TWA 800, von den Flachwagen, die wir auch im letzten Jahr rausgebracht haben. Also das sind wirklich tolle Wagen mit einer exzellenten Lauffähigkeit und hier wird es quasi neue Bedruckungsvarianten geben. Ja, zum Beispiel steht hier in dem ersten Motortransport steht hier dann auf der Seite. Das sind so kleine, feine Details. Mhm. Und hier ist es halt wirklich interessant, wie kreativ unsere Kunden die Flachwagen wirklich bestücken. Rollende Landstraße kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, absolut. Und absolut so weiter. Gut. Ja. So, dann haben wir hier die eben gesuchten K2, K3 Schweizer Güterwagen. Das ist im Prinzip eine Neuheit aus dem letzten Jahr, die jetzt auch im Laufe des Jahres kommen wird. Also die jetzt zeige ich das nochmal oben, genau. Worüber du gesprochen hast, mit dem grau unterlegten. Das ist sozusagen die Überhangmandate aus dem letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr, genau. Ja. Also das sind auf jeden Fall absolut detailreiche, schöne Güterwagen aus den verschiedenen Epochen. Zwei bis vier. Also da kann man wirklich sehr schön spielen und sehr kreativ oder mannigfaltig einsetzen. Genau, es sind auch klassische Güterwagen aus diesen Epochen, wo man also entsprechende gemischte Güterzüge bilden kann.
Richtig, ja. Genau. Wunderschön. So damit haben wir... Jetzt verlassen wir die Schiene. Wir verlassen die Schiene kurzfristig, ja. Ja. Um nachher wieder drauf zu gehen in H0. Ja. Und zwar unser, ich sag mal, Zubehörbereich Minis, der wird ja immer größer und immer interessanter. Wir haben ja im letzten Jahr den Liebherr, den Zwei-Wege-Bagger, rausgebracht, der wirklich der absolute Bestseller unter den Minis-Baggern war oder unter den 1-160 Spur-N-Baggern. Wo soll ich ihn hinschieben? Ja, da schiebe ich ihn hin. So, zum Heinz schiebe ich ihn. Zum Heinz. Einfach zum Heinz und das ist alles gut. So. Da gibt es neue Varianten von dem Liebherr-Bagger. Und um da noch mal einen draufzulegen, haben wir uns das Thema Fuchs-Bagger mal angenommen. Dem einen oder anderen Experten wird die Firma Fuchs noch was sagen. Und zwar, wenn wir jetzt in den Katalog reinschauen, sehen wir einen, ich sag mal, Brot- und Butterbagger, der ab 1957 gebaut wurde von der Firma Fuchs und im Prinzip ja, in Deutschland überall zu sehen war und auch eingesetzt wurde. Wir haben hier verschiedene Varianten von Armen. Und zwar gibt es hier den Gitterastarm, den Vollrohrarm in der Mitte und dann die gelbe Variante hat auch nochmal einen Gitterastarm. Wir werden hier verschiedene Schaufeln noch machen, verschiedene Farben. Also hier sind auch unterschiedliche Typen noch geplant als Neuheit. Aber für uns war es einfach wichtig, hier diesen ja, Allerwelts-Bagger, der in Deutschland ab 1952 überall eingesetzt wurde, nochmal darzustellen. Und ja, im Grunde hatte der auch eine unheimlich wichtige Rolle als Aufbauhilfe in der Nachkriegszeit. Ja. Also es ist wirklich ein schönes Modell und wurde auch häufig angefragt von Endverbrauchern, ob wir den mal machen können. Da ist er. Und da ist er. Vor allen Dingen bei diesem Bagger sieht man also auch sehr schön, dass die Mechanik hier eigentlich noch im Vordergrund stand und nicht die Hydraulik. Das waren also sicherlich sehr unverwüstliche Bagger, die also mittels Seilzug ihre Schaufeln auf und zu machen konnten, mittels Seilzug die Schaufel angehoben wurde oder den Greifer besser gesagt. Sicherlich ein sehr robustes Teil gewesen damals. Definitiv. Also damals war man ja pragmatisch unterwegs und hat Lösungen gesucht und das war mit der mechanischen Lösung absolut top. Absolut top. Ja. Schöner Bagger, schöne Ingenieurskunst. Ja. So, wenn wir weiter jetzt die Miniserie oder wenn wir weiter in die Minis reingehen, sehen wir als nächstes den VW T2 Last Edition. Eieiei, komm ich aus Brasilien, das ist quasi der. Zum Heinz. Oh. Zum Heinz. Halt. Oh, zum Heinz gestellt. Genau, zum Heinz gestellt. Also das ist die Version, die wir als Last Edition auf dem TWA 800 letztes Jahr rausgebracht haben. Das war im Prinzip dieses Bild von dem letzten T2, der in Brasilien nach Deutschland gebracht wurde auf diesem Flachwagen. Ja. Und den gibt es jetzt als Einzelwagen und man sieht auch vorne, dreht ihr mal nach vorne, genau, den Kunststoffgrill. Ja. Ja, also der ja dann auch in der richtigen Version in Brasilien so produziert wurde. Ist ja unglaublich. Ich mache das Heck. Also Front und Heck, wir drehen das Ganze mal um. Ja. Heinz nicht umreißen. So. So sieht er von hinten aus. Genau. Coole Sache. Es ist wirklich ein Mini. Also das Teil trägt zu Recht den Namen. Genau. So, und wo wir gerade hier in der Ansicht sind, bleiben wir noch kurz da. Ein Opel. Ein Opel Blitz. Wer ihn kennt, weiß Bescheid. Die Opel Blitz haben wir ja schon mal gemacht in verschiedenen Varianten. Ja. Hier werden wir diverse neue, schöne Farbvarianten machen.
Opel Blitz ist eigentlich immer ein schönes Thema. Und ja, ab 1952 kann man die auf jede Anlage stellen. Also ich habe wirklich größte Hochachtung vor den Leuten, die sowas fertigen. Das ist unglaublich. Die solche Werkzeuge fertigen. Die können den ganzen Tag nur unter der Lupe stehen. Wir haben es drauf. Unglaublich. Gut. Sehr schön detailliert. Kurzer Blick in den Katalog noch vielleicht zu werfen, um mal die Vielfalt. Unterschiedlichen Varianten, die Vielfalt der Modelle zu sehen. Also wir haben hier eben die Pritsche Plane und wir haben hier den Blitzkoffer Zirkus Krone und hier diese Getränkepritsche. Ja, also das sind auch neue Aufbauten, die wir da produzieren, um einfach auch ein neues Bild sehr schön darzustellen. Also kann man, wenn man in der Epoche 2-3 unterwegs ist, wunderschöne Fahrzeuge sich definitiv dahinstellen. Wunderbar. Definitiv. Gehen wir weiter mit den Minis. Das Thema F90 war bei uns immer ein Thema in den letzten Jahren. Also wir haben auf Basis von diesem F90 RMRN LKW wunderschöne verschiedene LKW-Typen gemacht, eben mit Koffer, mit Hängerzug. Wir haben Container gemacht, wir haben die einzelnen in der Sattelzugmaschine gemacht. Also das Thema Logistik und Transport reizen wir hier komplett aus mit allen möglichen Designs. Wenn ich jetzt hier mal über Diebels gehe, DHL Plus haben wir, Deutrans, Gerold Steiner. Also hier ist im Grunde eigentlich alles drauf, was Rang und Namen hat. Und alle Designs sind authentisch aus den jeweiligen Epochen. Ja. Und ist einfach ein schönes Bild auf den Spurellenanlagen, wenn man ein paar schöne Autos da stehen Fall. Hat. Auch und es gibt einfach... Auch die Sattelzugmaschinen. Ja. 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 Das ist unglaublich. Da kann man alles Mögliche dranhängen. Und auch hier nochmal zur Erinnerung, liebe Freunde, wir hatten es gerade grau und rot. Das heißt, also es sind neue Sachen dabei und es sind aber auch noch von letzten Jahr hängende Modelle dabei. Also ein wunderschönes Bild. Wunderschön vielfältig und ich sage für jede Epoche was dabei. Richtig. Ja, super. Gehen wir kurz weiter. Wir haben natürlich auch in dem MAN F90-Segment die Containersattelzüge, die auch dann in neuen farblichen Designs kommen. Die haben die 40-Fuß-Container als Einzelcontainer und welche ich ganz besonders schön finde und nochmal hervorheben möchte. Ja. Die Müllwagen. Ja. Mein Kindheitstraum ist quasi hier in 1960 erfüllt. Jetzt muss ich mich nur noch als Figur in 1960 machen und dann hänge ich mich da hinten an. Ja, genau. So, und dann habe ich beides. Einen eigenen Müllwagen und bin hinten dran gefahren. Und also diese. Du bist sehr universell, muss ich sagen. Lokführer, Müllwagen, Produzent, also alles dabei. Alba kenne ich, Alba Berlin. Genau. So, sehr schön detailliert auf jeden Fall. Die Tonne hinten dran, die ist übrigens abnehmbar. Ne, die kannst du dir auch irgendwo hinstellen. Ja, genau. Ne? Also an den Straßenrand, gibt's die Tonnen auch extra noch dazu oder kann man also extra ordern oder gibt es nur eine Tonne? Im Moment noch nicht. Da überlegen wir, ob wir vielleicht so ein Set mit Tonnen machen in verschiedenen Farben, weil es gibt ja gelbe Tonnen, schwarze Tonnen, braune Tonnen, was weiß ich für Tonnen. Da können wir uns einiges vorstellen noch. Der Gag wäre ja jetzt, wenn die Tonne dann noch hinten hochklappt. Nein, Quatsch. Genau. Und in der Müllpresse hinten drin so ein kleiner Minimotor. Eine kleine Minimotor, das Konfetti zerquetscht. Träume sind was Schönes. In 10 Jahren. Aber wirklich Müllwagen, wunderschön geworden, sehr detailreich und auch absolut Bestseller in den letzten Wochen seit der Auslieferung. So, dann kommen wir mal weiter, damit wir auch irgendwann zum Schluss kommen. Und zwar das Thema Graffiti hatten wir eben noch mal angesprochen. Das sind also verschiedene Varianten. Genau, wir haben hier im letzten Jahr von Albert Modell, einem ungarischen Hersteller, die Graffiti-Wagen
exklusiv für uns, für Lemke, erhalten und auch ausgeliefert. Die sind immer limitiert auf 250 Stück. Also von jedem Graffiti gibt es nur 250 Mal. Von jeder Artikelnummer gibt es 250 Stück, genau. Die sind teilweise, haben die zwei unterschiedliche Grafikseiten, wie man jetzt hier zum Beispiel oben sieht, Grafikseite 1, Grafikseite 2, also wirklich... Also zweiseitig auch noch anders... Zweiseitig anders gedruckt, ja, mit Digitaldruck und absolut authentisch. Also ja. Genau so ist der Wagen im Grunde noch unterwegs. Und die Story habe ich letztes Jahr auch schon erzählt. Diese Graffiti-Künstler, das ist so eine Gang, die machen mit Absicht, lassen die Wagenschilder frei, damit die Chance, dass die dass Graffitis draufbleiben, also genau, dass der Wagen weiterrollt, ja, genau. Ja, die ist um ein Vielfaches erhöht. Weil sobald die... Die Wagenschilder zugeschmiert sind, kannst du ja nicht mehr sehen, was ist das für ein Wagen, Wagennummer und ist so logisch. Weiter. So, dann fangen die nämlich an und holen diese Reinigungsdienste, die dann schon alles abmachen. Aber wenn die diese Schilder freihalten oder freilassen, dann bleiben auch oft diese Graffitis drauf. So, finde ich auch irgendwie ein ganz schönes Background-Info. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, also wunderschöne, wie viel sind es denn? 2, 4, 6? Wir haben hier 4 neue Varianten. Mhm. Und da werden auch immer wieder neue dazukommen. Also wie gesagt, letztes Jahr waren die innerhalb von, ich glaube, 4, 6 Wochen waren die dann ausverkauft. Zu Recht, weil ich finde sie auch einfach wunderschön. Jetzt nicht nur von dem Druck her, sondern auch von dem Detailreichtum. Sie passen dann auch in die Zeit. Genau. Wenn man solche Wagen fährt, dann ist das auch schon ein bisschen authentisch. Und eine Modellbahn ist ja immer bestrebt, sein Umfeld, seine Wirklichkeit wiederzugeben. Exakt. Ja? Ne? Und der H0-Bahner... der eben sowas noch nicht auf seiner Anlage hat, er hat sich eingeladen, sich hier mal solche Wagen anzuschauen. Tolles Design und passt auch. Richtig. Ja. Dann kommen wir... Zum Abschluss? Na, noch nicht ganz zum Abschluss, aber eins habe ich dann auch noch. Ach so. Ja, okay, dann machen wir. Ganz kurz, also... das ist im Prinzip auch eine graue Neuheit, sprich, die ist im letzten Jahr schon oder vorletzten Jahr schon angekündigt worden. Wir wollten einfach kurz mal einen Überblick geben. Die Zugspitzbahn, die ist tatsächlich jetzt so weit in Produktion, dass sie in wenigen Wochen auch ausgeliefert wird. Mhm. Und da hier gibt es ja die Varianten H0, H0E und H0M, also Schmalspur, die wir da nachbilden. Und das... ja, freut mich, dass Sie endlich mal kommen, weil in letzter Zeit haben viele Leute danach gefragt, wie der Status ist. Und hiermit können wir verkünden, dass der aktuelle Status eben so ist, sehr in schön. Produktion und auch bald in Auslieferung. Also noch etwas Geduld und diese soll dann belohnt werden. Also, ich nehme jetzt an, dass du den Ton abgesenkt hast, dass wir den Strauß jetzt auseinandergenommen haben. Weitestgehend haben wir die Blätter abgezogen. Weitestgehend, haben wir gemacht. Ja. Also ich muss wirklich sagen, Tobias, das ist ja das, liebe Freunde, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Es ist unglaublich, was dieses Jahr die Firma Lemke hier uns präsentiert. Das ist also wirklich ein ganz, ganz bunter Strauß. Ich denke, für jeden was dabei. Es sind Klassiker dabei, es sind auch Neuheiten dabei. Ihr macht die Trends mit, wie man es eben zum Beispiel bei den Graffiti-Wagen gesehen hat oder bei dem Railjet mit der neuen Lackierung, wo die ÖBB um Arbeitskräfte wirbt. Also das sind alles Dinge, die sind brandaktuell und da muss ich sagen, Hut ab. Danke. Bitte. Ja, wir geben uns Mühe. Wir gucken halt links und rechts. Wir haben sehr gute Kontakte zu den Bahngesellschaften, zu Siemens. Und hier ist es natürlich auch zur ÖBB zum Beispiel, ist natürlich... ich sage mal in Anführungsstrichen einfach, wenn man weiß, wen man ansprechen muss, um was zu kriegen. Ja. So, und wir arbeiten mit unserem Team natürlich auch viel an neuen Designs, an neuen Formen, an neuen Konstruktionen und versuchen hier eben so schnell wie möglich neue, innovative Konstruktionen umzusetzen, aber eben auch neue Designs. Und da ist es halt gut, wenn man ein Netzwerk hat, das eben sehr umfangreich und sehr nah am Modell ist.
am Original ist. Am Original ist. Und ich glaube, liebe Entwarner, Sie können sich wirklich nicht beschweren, was hier an Produktneuheiten oder an Überhangmandaten, wie ich es gesagt habe, noch in den Handel kommt. Es ist schwierig, dieses Thema, das wissen wir, und das schon seit 2-3 Jahren eigentlich ein bisschen ins Wanken geraten. Die Grundfeste der Modellbahn, die bisher immer wirklich pünktliche Zuverlässigkeit, wenn die Neuheiten gekommen sind, wird hier und da sicherlich in Frage gestellt, und wir müssen alle ein bisschen Geduld haben. Wir auch, muss ich sagen, weil wir auch immer brennen, was Neues vorzustellen und Ihnen als Erste zu präsentieren. Aber noch schlimmer ist es ja für die Hersteller, die dann sagen, wir haben hier 30.000 Kisten stehen, übertrieben. Wir können die Modelle nicht ausliefern, weil das fehlt, das fehlt, das fehlt. Naja, im Grunde ist es so, wir haben natürlich jetzt im Vergleich jetzt zur Automobilindustrie, wo jetzt, sag ich mal, ein kompletter LKW oder ein komplettes Fahrzeug fertig ist, nur diese kleinen Chips fehlen. Ja. Und deswegen kann das nicht ausgeliefert werden, das Auto. Das Problem haben wir zum Glück nicht, weil unsere Loks können auch analog fahren. Wir brauchen natürlich auch immer die Decoder, und da ist auch im Moment ein bisschen schwierig, die zu bekommen. Aber natürlich tun wir alles, um die Lieferketten so schnell wie möglich aufzumachen oder neue Hersteller für Digital-Decoder kennenzulernen, mit denen zusammenzuarbeiten. Also wir haben sehr gute Kontakte auch zu eben Herstellern, mit denen wir auch schon länger zusammenarbeiten. Das funktioniert auch. Aber man muss immer rechts und links gucken, wo ergeben sich neue Möglichkeiten, wo ist vielleicht eine neue Produktion, die neue Sachen anbietet. Und das ist schon eine Herausforderung, weil man kann sich eben nicht auf alte Strukturen verlassen, weil sich alles im Moment im stetigen Wandel befindet. Und gerade weltweit ist eben das Thema Logistik war ein Riesenthema letztes Jahr. Währungsschwankungen, hatte ich eben schon mal angesprochen, ist ein Riesenthema. Also es gibt so viele Werksschließungen, gibt es auch ein Riesenthema bei uns. Also von uns zum Glück nicht betroffen. Ja. Also unsere Hersteller zum Glück, toi toi toi, das läuft. Aber eben, ich kenne andere Hersteller, die Probleme haben, die Werke geschlossen wurden in Fernost. Und das ist natürlich traurig, wenn man sowas sieht. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da dran bleibt, dass man da auch gegebenenfalls nach links oder rechts ausweichen kann zu anderen Herstellern, weil die Situation hat sich noch nicht wirklich entspannt. Es ist nicht schlimmer geworden. Wir haben uns jetzt arrangiert. Ja gut, aber es ist immer noch ein bisschen kritisch. Aber es ist noch viel Spannung drin. Ja. Es ist noch, man muss noch viel kreativ sein und einfach gucken, dass man sein Netzwerk einfach nutzt. Ne? Zumindest denke ich mal, besteht die Hoffnung, dass jetzt im Laufe der Zeit, vielleicht dieses Jahr noch nicht ganz, aber vielleicht schon nächstes Jahr, sich die Situation auch für euch Hersteller sozusagen etwas entspannt, etwas positiver wird, auch die Signale an Sie, liebe Modellbahner, draußen auch wieder etwas positiver werden. Aber wir sind eine Riesengemeinschaft, die Modellbahner. Mit den Herstellern gemeinsam. Und wir stehen das alle durch. Glauben Sie mir, wir kriegen das hin. Geduld ist die schwierigste Form der Tapferkeit. Und das muss man an der Stelle mal sagen. Also, da bin ich vollkommen bei dir, Frank. Und ich denke auch, dass im Laufe des Jahres sich hier eine Entspannung einstellen wird. Also es hat sich zumindest schon mal insofern was verändert, als dass wir wissen, gewisse Werke liefern einfach zuverlässig, und da können wir auch drauf bauen. Da hatten wir letztes Jahr noch ein Fragezeichen dran. Also die Situation hat sich marginal entspannt, und wir sind auch wirklich zuversichtlich, dass es in diesem Jahr wieder besser laufen wird, dass gerade auch die Logistik, die Lieferwege wieder besser laufen, dass die Kosten vielleicht sogar ein bisschen sinken werden. Also rundherum sind wir optimistisch für dieses und die kommenden Jahre, weil unser Produktplan steht, unsere
ja, und ja, wir glauben einfach, dass es sich wieder in Richtung ist wieder normalisiert ein bisschen. Normalisierung bewegt und dass wir eben solche Schwierigkeiten wie in den letzten 2 Jahren wirklich das auch wollen wir doch mal sehr, können. Wollen wir doch mal sehr hoffen, ja, dass das, und ich glaube auch dran und Sie zu Hause glauben auch dran, so wie wir das hier gesagt haben, es ist tatsächlich so, es wird alles wieder besser werden an der Stelle. Es ist eine Situation gewesen, die Modellbahnindustrie so noch nicht kannte, in dem Ausmaße, aber ich glaube, die haben das verdient. Unsere Hochachtung, dass sie trotzdem sich bemühen, einigermaßen die Dinge auf den Markt und an den Mann zu bringen, die sie sich vorgenommen haben. Und wir hatten es ja auch schon mal in dem Katalog gesehen mit den Überhangmandaten. Also die sind jetzt auch langsam im Eintrudeln. Also kann eigentlich alles nur noch besser werden. Wir arbeiten stark daran, dass es wirklich so sein wird. Und ich möchte auch noch meinen Dank an alle unsere Kunden und die Modellbahner richten, dass sie die Geduld aufbringen, dass sie bei uns bleiben, dass sie auch uns konstruktive Kritik schicken und uns auch mit uns in den Dialog gehen. So entstehen eben solche Endverbraucher-Wunschmodelle, wie wir sie auch jetzt hier im Katalog drin präsentiert haben. Also der Dialog ist für uns sehr wichtig. Ich finde es klasse, dass Sie weiterhin dabei bleiben und uns die Treue halten, weil so können wir dann auch weiter arbeiten und auch in die Zukunft schauen, weil Vorbestellungen bedeuten für uns Planungssicherheit und das ist natürlich wirtschaftlich ein ganz wichtiger Weg. Das war eigentlich ein sehr schönes und gutes Statement und jetzt habe ich mir gerade überlegt, was mache ich denn jetzt als Statement zum Schluss? Ich hatte Ihnen vorhin, liebe Freunde, so von den No-Hubs geschwärmt. Und auf dieses Thema muss ich nochmal zurückkommen. Ich habe Ihnen 2 Filme unterschlagen. Ich möchte Sie nochmal anmachen in Richtung No-Hub. Da kommt eine mit einem Holzzug oder Leerzug gefahren. Es sind die beiden Farbmodelle, die Tobias auch hier hatte. Ja. Im Doppelpack. Die DSB? Nicht die DSB, das ist leider Gottes nicht so, aber die Farbvarianten sind dieselben. Das ist die CLR. CLR. Mit einem Holzzug. CLR ist ja nun ein deutsches Unternehmen. Sie wissen ja auch, dass die No-Hubs nach Deutschland gekommen sind und von Privatbahnen sehr gerne genommen werden. Mir ging es eigentlich dabei bei der ganzen Geschichte um die Farbvarianten, die wir hier also auch als Modell hatten. Aber ich wollte es Ihnen gerne nochmal als Original präsentieren. Da gibt es noch einen zweiten Film, der sich dann... Ist auch schon geil, so ein Holzzug. So ein Holzzug, wirklich, ja, so guckt euch das mal an. Wohnwagen mit nur Holzbildern. Ja, ja, der hat es jetzt etwas leichter hier, die beiden CLR-Loks. Ja. Da haben sie ihre Holzvorderhütte abgeliefert. Und es ist schon spannend und auch für die Zugbildung interessant, was die da so hinten dran haben. Also, liebe Freunde, diese beiden Filme wollte ich Ihnen zum Abschluss nicht vorenthalten, neben den Anekdoten, die also die Schweden auch in der ehemaligen DDR gemacht haben. Super Sache. Ich bedanke mich bei dir, lieber Tobias, dass du wieder so ausführlich und ganz geduldig uns alles gezeigt hast, was der Katalog hergibt. Wir hatten also ein Novum, eine Neuheit, dass wir also hier in diesem Katalog in Echtzeit vor Ihnen rumblättern können, dass Sie sich das also auch ansehen können. Der Wiedererkennungswert ist groß. Wer den Katalog noch nicht runtergeladen hat, soll es tun. Bei uns auf der Webseite www.lemkecollection.de gibt es oben in dem Menü. Richtig. Aktuelles finden Sie die Kataloge, unsere Neuheitenkataloge. Da ist unter anderem auch Jägerndorfer als Katalog. Alles, das alles dabei. Katalog mit dabei. Ist alles dabei. Da sind alle, alles, was wir an Produkten haben, dort abgebildet in den Katalog. Genau. Kann ich empfehlen. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Geduld. Es ist ja doch etwas länger geworden, sehe ich gerade auf unserer Uhr. Darf ich dich kurz unterbrechen? Entschuldige, ja. Entschuldige, Frank. Mir fiel gerade noch eins. Wir haben haben wir den Aufmacher gemacht mit dem Heinz. Wer ist Heinz? Wer ist Heinz? Und was will Heinz eigentlich? Wo kommt der her? Der Heinz will rangieren. Der Heinz will rangieren und sowas von. Und zwar gehört der Heinz zur DE18, die wir im letzten Jahr vorgestellt haben. Ja.
Und bevor wir den Heinz jetzt hier unter den Tisch kehren, zeigen wir nochmal, ja, wozu der eigentlich gehört. Also es ist geplant, das ist eine Figur von der Firma Noch, die wir hier in Kombination mit der DE18 anbieten. Das ist quasi der Rangierführer, der hat ein Steuergerät in der Hand und der wird bei jeder DE18, die ausgeliefert wird, mit dabei liegen. Als Rangierführer 1. Er könnte aber auch hier vorne auf der Bühne stehen. Der kann alles, der kann auch auf dem Dach stehen, wenn er will. Naja, wir mal authentisch. Okay. Also darf überall stehen. Er kann am Rand stehen, kann sich auf die Bühne stellen und kann die Lok fahren. Ja, ich wollte das Thema Heinz nur mal kurz auflösen. Gut, dann haben wir das Thema Heinz auch aufgelöst. Also fange ich doch mal an. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dieses Gimmick zum Schluss mussten wir jetzt doch bringen, sonst hätten Sie es wahrscheinlich gar nicht verstanden, liebe Freunde. Vielen Dank für Ihre Geduld, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen mit den Produkten von Lemke ganz viel Spaß und da wird sicherlich der ein oder andere sagen, Mensch, darum habe ich schon lange gewartet. Also freuen Sie sich, was im Laufe des Jahres kommt. Tobias, bei dir nochmal herzlichen Dank für die ausführliche Darstellung. Sehr gerne. Und da würde ich sagen, jetzt haben wir es geschafft. Machen wir gleich Feierabend. Mein Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Und wer Lust hat, Nürnberger Spielwarenmesse, gibt es offene Zuschauertage, Samstag und Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Nein, die haben sie, glaube ich, verlängert, schon auf die Woche über, glaube ich. Aber ist egal, ja. Kann man nachgucken auf den Einfach Seiten. Einfach mal nachgucken auf der Seite. Ja. Wir sind da, Halle 7a, Stand B49. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf den Dialog. Und ja, was bleibt mir anderes zu sagen? Danke, dass ich hier sein darf. Genau, das war's für heute. Tschüss, vielen Dank, wo immer Sie uns zugeschaut haben. Und freue mich auf ein nächstes Mal mit Ihnen. Tschüss, Ihr Frank Buttig und Tobias Lemke. In dem Sinne.